Sandra Burki, herzlichen Glückwunsch, 250. Spiel für dich und auch zum Sieg. Schöner hat das Jubiläum nicht können laufen, oder? Ja, sicher. Ja. Vor allem glaube ich, auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir haben über 90 Minuten haben wir den Match dominiert und haben wieder mal können gewinnen daheim und so macht es sicher Freude. Was bedeutet das Jubiläum für dich? Ja, es ist sicher schön, aber jetzt, es bedeutet nicht weiss ich was. Ich bin natürlich schon lange da und es freut mich, dass ich Jahre immer wieder können spielen und wenn man die Namen anschaut, welche Spieler das schon erreicht haben, dann freut es mich natürlich schon, macht einem stolz. Seit 30 Jahren hat der FC Aarau noch nie so hoch gegen Zürich hier daheim gewonnen. Was hat euch heute so beflügelt? Ja, ich glaube, man muss so sagen, es ist schon alles für uns gelaufen. Also wir haben sicher gut angefangen, aber nachher mit der Penalty und der roten Karte haben wir komplett das Genick gebrochen. Und wir haben auch gut gespielt. Wir haben nachher nicht viel zugelassen. Und wir haben gewusst, Zürich liegt es eigentlich immer. Wir haben immer gute Match gegen Zürich und ja, es ist wieder mal alles aufgegangen. Danke vielmals. Wieder Galle, herzlichen Glückwunsch nach zuletzt 3 Niederlagen hier im Brücklifeld. Heute 5-1 gegen Zürich. Wie hast du den Match erlebt? Ja, es ist ähnlich wie das erste Heimspiel gegen Luzern. Es war ein Match, wo uns vieles, fast alles gelungen ist und das nötige Wettkampfglück auf unserer Seite hatte. Wir haben das Wettkampfglück aber auch irgendwo durch erzwungen mit einer extrem guten Leistung. Wir waren bissig, aggressiv, entschlossen. Ja, jeder ist für den anderen gegangen und darum haben wir den Sieg sicher auch verdient. Das Spiel war phasenweise sehr turbulent. Wie hast du die Penalty-Szene gesehen? Ja, ich komme am Ball, ist ein super Pass von Oli Jäckle. Und, bei der Ballannahme verspringt er mir ein bisschen, legen mir ein bisschen zu weit vor und danach kann ich eigentlich nur noch den Ball vorbeilegen. Das mache ich auch. Und er kommt halt relativ ungestüm und trifft mich und für mich eine klare Sache. 2 Spiele gegen Zürich, 2 Siege. Hast du irgendeine Erklärung für das? Nein, Erklärungen sind eh schwierig im Fußball. Also, wir nehmen einfach von Spiel zu Spiel und versuchen jedes Spiel erfolgreich zu gestalten. Jetzt haben wir zweimal können Zürich schlagen und es ist super. Ich bin natürlich froh. Schlussendlich gibt das auch 3 Punkte wie jedem anderen Spiel auch, wo wir gewinnen. Und von dem her sind wir einfach glücklich, dass wir jetzt wieder mal können siegen zu Hause. Der Auswärtssieg gegen Zürich ist erst ein paar wenige Wochen her. Startet man mit dem im Hinterkopf ein bisschen selbstbewusster in so einem Rückspiel? Es geht. Ich meine, dazwischen war ja noch Lausanne. Und dort haben wir ja weniger gut ausgesehen. Also, wir haben auf jeden Fall reagieren nach dieser Niederlage. Und ich glaube, es ist uns heute auch super gelungen. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Der ganze Rummel um deine Person in letzter Zeit, hat dich das beeinflusst für den Match heute? Nein, überhaupt nicht. Es ist viel geschrieben worden. Ich habe mich nicht dazu geäussert und ich will mich auch in Zukunft nicht dazu äussern. Es ist etwas, was mich wirklich völlig kalt lässt. Danke vielmals. Danke. So, grüezi miteinander für die Pressekonferenz nach dem Spiel FC Aarau gegen FC Zürich. Wir haben die beiden Trainer hier bei uns und ich gebe Urs Meier das Wort für die Analyse von diesem Spiel. Ich kann 5-1, da gibt es erstens mal gegen das Gratulieren. Das ist sicher mal das Wichtigste. 5-1 ist eine brutale Klatsche, die wir heute einstecken müssen. Die Mannschaft hat sich einiges vorgenommen. Wir alle haben uns sehr viel vorgenommen für das heutige Spiel. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, das Resultat entspricht nicht ganz am Gezeigten. Wir hätten auch die ein oder andere Goal-Chance, die wir heute machen könnten. Ist einfach nicht rein. Aber er hat sicher mehr das Glück beansprucht heute beim Torabschluss. Wir haben es auch 5 schöne Goal gemacht. Ich muss sagen, wir haben 5 Goal in Unterzahl bekommen, was sicher nicht glücklich ist. Wenn wir in einem Spiel, wo es immer eng ist, wo es die Kippe ist, Platz für haben für einen Goalie und auch beschafft ist mit einem Penalty. Ich muss ja sagen, der Debütant Andres Malot hat mich ein bisschen bedauert heute, im ersten Spiel. Gerade so eine Führtaufe bekommt dann mit 5 gegen Goal. Aber ich glaube, die wird er nicht mehr so schnell vergessen und an dem wachsen. Das ist sicher nicht unbedingt sein Wunsch gewesen, heute als Debütant, aber sicher auch in unserem Interesse vom FC Zürich, dass wir heute vom Resultat her heute wirklich also böse haben wir so nicht durch. Merci von Urs Meier. René, 5-2, es ist da zu hoch. 5-1. Es ist sicher sehr gut für uns gelaufen. Das Resultat ist brutal für den FC Zürich. Ich glaube, die spielentscheidende Szene war in der 20. Minute. Mit dem Platzverweis und dem verwandelten Penalty. Wir waren sehr effizient. Bis und mit dem
3-0 haben wir eigentlich aus unseren Chancen fast so optimal rausgeholt. Wir haben auch zwei, drei Mal, wie Urs Meier sagt, das Glück in der Defensive in Anspruch nehmen. Aber ich denke, wir haben mit unseren Tugenden, mit dem Kampfgeist und mit der Solidarität haben wir den Sieg auch in dieser Höhe verdient, begünstigt durch den Spielverlauf. Und ich bin froh, dass ich nach 3 Niederlagen im Heimspiel jetzt auch wieder mal die Auskunft geben als Sieger nach einem Heimspiel. Besten Dank. Dann geht die Frage in die Runde. An die beiden Trainer hat jemand Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke Ihnen allen fürs Kommen.